zum Pressegespräch nach dem Spiel zwischen Lichtenberg 47 und SV Hoyt-Lüdersdorf. Ich begrüße sehr herzlich unseren Gästetrainer, Herrn Steffen Borkowski, und natürlich unseren Trainer Uwe Lehmann. Endstand 2:0 vor 303 zahlenden Zuschauern. Wir wollen jetzt natürlich gerne von beiden Trainern hören, wie sie die 90 Minuten einschätzen, und möchten da mit unserem Gästetrainer Herrn Borkowski beginnen. Ja, dankeschön. Ja, ich bin so ein bisschen angefressen. Das hat sich eigentlich in der zweiten Halbzeit entwickelt. Erstmal Glückwunsch nach Lichtenberg, die im Endeffekt sicherlich verdient gewonnen haben. Aber wie der Verlauf der zweiten Halbzeit war, mit viel Linklichkeit, viel unsauberen Aktionen und einem Schiedsrichter, der wenig Linie hatte. Ich habe gerade mit ihm gesprochen, ich habe auch mit dem Schiedsrichterbeobachter gesprochen, der sieht das genauso. Spiel entscheidend sicherlich in der Situation vor dem 1:0, ein klares Foul, was er auch sieht, aber er fand es jetzt nicht pfiffwürdig, wo ich mich frage, das geht gar nicht, der Spieler will zum Ball gehen, Beine werden ihm gesetzt, tritt ihm auf den Fuß, also das ist ein klares Foul, das muss man unterbinden. 2:0 stehen bei dem nicht, eine Situation, die vorher besprochen wird, haben die Spieler einfach geschlafen. Was mir richtig aufstößt, ist, dass wir hier gegen eine Mannschaft gespielt haben, die, entschuldigt bitte, ihr seid da wahrscheinlich sauer, aber eine Mannschaft, die 90 Minuten nur mit dem Schiedsrichter diskutiert, in jeder Situation sich vor ihm aufbaut, mit den Spielern diskutiert und selber in jeden Zweikampf mit aller Vehemenz, dafür haben wir Männerfußball, keine Frage, aber wenn man selber so spielt und in jeder Situation dann schreit, wenn man mal selber vielleicht einen Fuß abkriegt, eine gelbe Karte provoziert in der letzten Minute, das sind so Sachen, da wäre ich richtig sauer als Trainer, und das habt ihr, denke ich, auch nicht nötig, weil ihr habt eine gute Fußballmannschaft. Und das ist so eine Sache, die uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und natürlich gleich am Anfang, wo du dich aufregst, der Schiedsrichter Ober sagt mir gerade, es ist unglaublich, wie die Nummer 5 da reinspringt. Dem haut die ganze Schulter raus und da wird nicht mal gepfiffen. Also eine Situation, die kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist natürlich eine Mannschaft, die gerade so ein bisschen Fuß gefasst hat in der Rückrunde, das zermürbt dann natürlich und hat uns von unserer Linie abgebracht. Und deshalb bin ich jetzt mit unserem Auftritt nicht unzufrieden, aber es hat uns nachher ein bisschen ein Stück weit den Mut genommen. Und in vielen Situationen, die für mich spielentscheidend sind, hat der Schiedsrichter für mich nicht reagiert. Und bei den gelben Karten genauso, ich glaube, ich habe gar keine bekommen und das ist ein Unding. Also das kann überhaupt nicht sein. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute. Ich denke, ihr werdet den Aufstieg schaffen. Und da haut rein, gewinnt die nächsten Spiele, und ihr habt euch über viele Jahre verdient, als Spitzenmannschaft endlich auch mal den Schritt nach oben zu machen. Dankeschön. Vielen Dank, und jetzt unser Trainer Uwe Lehmann. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Sind ja deine Trainer. Und wenn wir jetzt über den Spielverlauf sprechen, wir haben eine Pressekonferenz und 90% jetzt darum geht, warum er hier verloren hat und kein Teil davon gut geht, dann musst du das für dich selber entscheiden, warum du das so darstellst oder so erklärst. Ich bin bei dir. Schiedsrichter hatte keine Linie, denn das Spiel geht los, dass mehrere Fouls passieren, und zwar eindeutig von euch. Mehrere Fouls, Umschaltsituationen am 16er, war auch nicht falsch. Und genau diese Situation sind genauso spielunentscheidend wie alle anderen auch. Was unser Auftreten betrifft, nehme ich mir das zu Herzen, wenn wir darüber sprechen, werden wir uns auch überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Am Ende gucke ich die letzten 6 Jahre an, Fairplay-Wertung meiner Fußballmannschaft, 6 Jahre unter den ersten 3 Plätzen. Mit der Außendarstellung muss man uns mal reflektieren, ob es tatsächlich so ist. Wenn es so ist, werde ich da auch mit meinen Spielern drüber sprechen. Ich denke, beide Mannschaften heute haben sicherlich nicht zugezogen. Wenn du mir das nicht glaubst, kannst du gerne bei uns mal reinkommen in die Kabine und die diverse Knöchel anschauen. So viel mal zu dem Thema. Hat eigentlich mit einer Pressekonferenz nichts zu tun, weil du 3 oder 4 Themen negativ über meine Fußballmannschaft heute ansprichst. Wir sind in der ersten Halbzeit auf einen sehr organisierten, guten Gegner getroffen, die ein bisschen hoch gepresst haben oder es zumindest versucht haben, haben keine Torchancen zugelassen, haben selber 2 überragende Torchancen, eine sehr gute Kombination, wofür Bühnegger am Ende leider nur den Pfosten trifft,
war die erste Halbzeit auch schon besser als der SV Hildesdorf. Und zweite Halbzeit waren wir das auch ungemünzt in Tore. Ob da vorher ein Foul ist vor 0-1, bin ich bei dir. Ich denke auch, dass das ein Foul ist. Am Ende kann ich den Schiedsrichter nicht anhalten, sondern pfeift ihn weg. Ich kann aber sagen, dass Christian Grabe den in überragender Manier mit ganz viel Ruhe in den Winkel schießt. Und das zweite Tor ist von Sebastian Reiniger, überragende individuelle Aktion seitwärts wieder nach der Ecke. Insofern freue ich mich, dass wir diese schwere Spiel gewonnen haben. Ich wünsche euch auch alles Gute. Dieses Jahr ist ja ziemlich schwierig, jeder kann jeden schlagen. Drücke euch die Daumen, dass dann vielleicht subjektiv nicht so viele Fehlentscheidungen in eure Richtung passieren. Geht uns übrigens nicht anders. Die Frage ist immer, wie man damit umgeht. Ich wünsche euch alles Gute und danke allen, die heute im Stadion waren. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Dem ist nicht so gut. Dann haben wir noch die Zwischenergebnisse von den anderen Partien. Anka Wismar führt inzwischen 2-0 und Malchow liegt 0-2 zurück zur Halbzeit. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und freue mich darauf, dass wir uns nächste Woche bereits gegen Greifswald hier in gleicher oder höherer Anzahl wiedersehen. Vielen Dank.